Nischenwald hinein. Da. Da. Kein Treibstoff mehr. War wohl eine heftige Explosion. Da kann Idiot. Nichts mehr explodieren. Wir dürften hier sicher sein. Dann kommen wir runter zur Guten. Verletzt die alten Frau. Zur Guten. Ich sehe nach, ob es dem Mädchen gut geht. Uni! Uni! Uni Kunde! So, also Oskar will vielleicht mit dir reden, wenn sie aufwacht. Verschieben wir das kleine Treffen. Da. Wow, Barbasol. Genau so eine Dose habe ich in San Jose. Oh Mann, ich hoffe, der ist nicht für ihr Gesicht. Ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist dann wohl noch voll. Oben kommt nicht viel raus. Klingt halb leer, fühlt sich aber voll an. Warum? Mein Stiefbruder hat seine Zweitschlüssel in einer falschen Getränkedose aufbewahrt. Ich frage mich... Erstmal rumkrampfen damit mit der Dose. Die Lady hat ein Geheimversteck. Aber für was? Kommt schon wieder der starke Arm des Gesetzes. Ich würde sagen, der Kampf. Ami! Verzieht sich. Verdammt, Oskar. Du hast die menschensprachlichen Halb, Oskar. Der Helikopter explodiert nicht. Aber alles, was drin war, wurde gegrillt. Auch unsere Waffen. Ihr habt ein Messer. Keine Dino-Spuren, keine Nester. Das ist unser neues Basislager. Das sieht schon so schnuckelig aus. Hey, guck mal. Ich habe eine Dose Rasierschaum in ihrem Rucksack gefunden. Wusste nicht, dass du welchen brauchst. Was auch immer, Wolfsmensch. Nur, dass das kein Rasierschaum ist. Hier. Und was jetzt? Wie lautet der Plan? Oskar! Wir versuchen, das Ding noch zu reißen? Ja, ich gehe auf die Suche nach unseren Freunden. Soll ich nicht mitkommen? Ohne unsere Waffen geht das nur unauffällig. Soll das heißen, ich könnte das nicht? Das soll heißen, keiner von uns kann das unauffällig machen, wenn er sich um sie kümmert. Außerdem sagt sie nicht, solange ich da bin. Aber vielleicht kocht der hübsche Billy sie weich. Das wird schwierig. Die Lammung, da die Schweine. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Messer kann. Das ist nichts für ein Oskar, oder? Dios mio. Sie können Türen öffnen. Ach. Verarschen sich nur, Oskar. Ich kenne das nicht wirklich. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Heldenhaft, ja? Das ist der Oskar, ne? Da bricht ihm vielleicht das Genick. Glaube ich auch. Kann ich das hier benutzen? Da liegt um die Ecke. Da wird das Tor zu und enden. Das ist so ein Spasti. Dann müssen wir das Ding wohl drücken. Wieder machen wir den Code auch Ratten oder was? Den hochgehen. Ist hier nirgends mehr was, oder? Ach, da! Verdammt! Ah, jetzt hab ich auf den Null gedrückt. Jetzt ist es ganz. Mich voll raus.
Alter, meiner Kamera, Marco, du! Ich hab doch runtergedreht! Na, nicht geil. Sie können Türen öffnen, Bankbombs. Ja, weil ich immer voll die Null gedrückt habe, und ich war voll raus auf immer. Sie sind fast schon menschlich. Boah, wieder mal läuft der Oscar, hä? Das ist ja doch eine volle Hose, ey. Dad, sollen wir noch den ganzen Tag hier rumstehen? Du hast recht, Liebes, wir sollten weitergehen. Nee. Solltet rauskommen. Schnell, mach's auf! Mach auf, Oscar! Die Puddingarme wieder. Clever. Harding! Ich muss hier reingehen. Endlich. Gott, die Messerstecher, ey. Ist nicht gerade eine Legende eigentlich, aber nee, ja, das ist Oscar. Wie das Messer hält vor allen Dingen. Nur so zwischen Daumen und Zeigefinger. Ay, Dios mio. Warum bin ich? Er will nur ihre Achillessehnen durchschneiden. Wichtig. Sehr wichtig, Jade. Wart auf. Sie haben mich zurückgelassen. Idiotas. Zumindest hat mich einer von denen da rausgeholt. Weiß nicht, ob ich dasselbe getan hätte. Selbstgespräche sind sehr ungewöhnlich. Oh, da. Mist. Ich war wohl eine Weile bewusstlos. Die Embryos müssten erstmal sicher sein. Mal gucken, ob sie noch da sind, oder? Blöde Kuh. Wo ist die Dose? Julieta! Ich hoffe gerade, dass die guckt, ist ob die schon wahnsinnig, oder? Wie so ein Vogel, ey. Suchen Sie das hier? Das gehört mir! Das erinnert mich an früher. Hab damit gelernt, mich zu rasieren. Herr David! Sofort! Ich habe auch keinen Rasierschaum mehr. Stört sie es, wenn ich ihn mir kurz ausleihe? Nicht zitteln! Aber man soll den Schaum vom Benutzen gut schütteln. Steht doch hier drauf. Verraten Sie mir, warum der Rasierschaum so wichtig ist? Oder muss ich InGen fragen? Die Dose gehörte meinem Geliebten. Er fiel im Kampf für die Silenische Revolution. Ich habe sonst nichts von ihm. Bitte geben Sie sie zurück. Wie süß. Ich fasse zusammen. Ihr marxistischer Revoluzzer-Freund hat es zu seiner obersten Priorität erklärt, sein Gesicht seidig glatt zu halten. Muss ein sehr sensibler Typ gewesen sein. War er auch. Ich bin nicht blöd, Lady. Noch einen Versuch? Embryos. Das sind Dinosaurier-Embryos. Sie sterben, wenn sie sie fallen lassen. Hören Sie, Joder! Billy, vielleicht können wir einen Deal machen. Klingt interessant. Reden Sie. Der ist schon scharf ums Geld. Geben Sie sie mir sofort zurück, oder? Helikopter ist weg. Sie sind allein. Wollen Sie mich wirklich ständig beobachten? Wir könnten zusammenarbeiten. Sie machen mir keine Angst. Ich weiß. Aber vielleicht haben Sie recht. Okay, reden Sie weiter. Das bringt nur scharfes Geld. Wenn ich die Embryos rechtzeitig zu meiner Kontaktperson bringe, springt für Sie eine nette Summe raus. Genau, Tim, was Hauptsache es ist. Ja, glaubt, ey. Erzähl noch so eine schöne Geschichte vom Rest. Ich klopfe Ihnen nur auf die Schulter und drückt vielleicht einen kleinen Weihnachtsbonus raus. Ich mache aus Ihnen einen reichen Mann. Ihre Schulden werden bezahlt. Sie könnten kündigen und müssten keine Befehle von Anzugträgern mehr befolgen. Klingt doch gut. Kommen Sie, Billy. Die Bezahlung ist gut und ich werde Ihnen keine Probleme mehr machen. Jeder hat halt sowas davon.